Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal endlich mit einem Auto, auf das ich mich wirklich lange gefreut habe. Ich konnte schon die letzten Nächte, bevor er kam, nicht mehr schlafen. Einerseits, weil ich mich so gefreut habe und andererseits, weil ich mich auch schon im Vorhinein ein bisschen vor meinen Nachbarn geschämt habe. Dieses Mal ungetarnt in voller Größe und Schönheit der 2022er Ram TRX. Viel Spaß! Bevor wir uns den T-Rex jetzt im Detail angucken, noch ein dickes Dankeschön an den Partner dieses Videos, und zwar carvertical.com. Carvertical.com, das ist ein sogenannter Fin-Decoder. Wenn ihr euch also einen Gebrauchtwagen kaufen wollt oder wenn ihr euch vielleicht gerade erst einen Gebrauchtwagen gekauft habt, dann könnt ihr auf www.carvertical.com gehen. Dort gebt ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer in die Suchmaske ein und Carvertical spuckt euch einen Damage Report aus. In diesem Damage Report seht ihr die gesamte Historie eures Gebrauchtwagens. Wo war der überall zugelassen? War der vielleicht mal in der Benutzung als Taxi oder als Mietwagen oder sonstiges? Ist er in irgendeinem Land der Welt als gestohlen gemeldet? Ist der Kilometerstand, den das Auto anzeigt und von dem der Verkäufer spricht, wirklich plausibel oder wurde da vielleicht dran gedreht? Und gibt es eventuell irgendwelche Beschädigungen an dem Auto, von denen ihr noch nichts wisst? Falls es Beschädigungen gibt und die dann mal repariert wurden, werden die sogar mit einer Fotodokumentation in so einem Damage Report hinterlegt und ihr seid auf der sicheren Seite. Carvertical.com gibt es übrigens natürlich auch als App in allen App Stores. Probiert das sehr gerne mal aus oder macht es noch einfacher. Benutzt den Link hier unter dem Video in der Videobeschreibung, denn dann unterstützt ihr unseren Kanal und ihr bekommt sogar noch 10% Rabatt auf euren Damage Report. Und gerade bei so einem amerikanischen Auto, was man sich ja vielleicht auch mal zum Beispiel als Import irgendwo bestellt, ist Carvertical mit dem Damage Report sehr, sehr praktisch. Also ausprobieren, checkt eure Autos ab, benutzt unseren Link und ihr unterstützt uns. Los geht's wie immer mit dem Schlüssel. Ein mächtig fettes Teil, paar Knöpfe vorne, entriegeln, verriegeln. Da fällt damit was runter. Hier kann ich die Ladeklappe hinten öffnen. Hier der Fernstartknopf und der Panikknopf. Dann fängt das Auto an zu hupen und zu blinken. Und hinten drauf steht dann ganz fett TRX bzw. TRX oder auch T-Rex, denn dafür ist das tatsächlich die Kurzform. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber TRX steht wirklich für T-Rex und weil ich das in meinem letzten T-Rex-Video vergessen habe, Schande, 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 machen wir das jetzt gleich als allererstes. Wir gucken uns hier das kleine Piktogramm an, was meine Behauptung, die ich gerade aufgestellt habe, auch nochmal unterstreicht. Ich öffne ihm erstmal die gigantische Haube und dann kommt hier erstmal nichts zum Vorschein. Das ist einfach nur eine Abdeckung. Hier steht nochmal TRX drauf. Die kann ich jetzt aber hochklappen. Zack. Und dann, guckt mal hier, da ist er. Der T-Rex, da, der den Raptor frisst, also den Raptor. Und das ist die Kampfansage von Ram an Ford, denn der Raptor, der symbolisiert hier natürlich, was soll es auch anders sein, den Ford F-150 Raptor. Und der wird hier einfach gefressen vom T-Rex. Denn der Ram 1500 T-Rex ist zumindest noch Stand jetzt der stärkste und schnellste serienmäßig produzierte und straßenzugelassene Pickup der Welt. Hier drunter schlummert ein 6,2 Liter V8, der zwangsbeatmet wird von einem Kompressor. Das erzeugt 711 PS und 881 Newtonmeter Drehmoment. Und kleiner Fun Fact, weil es ja noch nicht absurd genug ist, mir hat ein Techniker mal erzählt, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber es klingt geil, dass der Kompressor, um bei voller Ladedruckerzeugung angetrieben zu werden, eine Leistung von 170 PS braucht. Das bedeutet, das private Auto von Alex oder mein privates Auto oder der Passat von Albrecht, mit dem wir hier auf dem Kanal mal ein Hypermeiling gemacht haben, würde es nicht mal schaffen, diesen verdammten Kompressor zu drehen, weil der keine 170 PS hat. Also das ist wirklich einfach nur völlig
bekloppt. Aber es ist auch ziemlich geil. Ansonsten haben wir hier hinter dieser Abdeckung nochmal ein Ram Air System, denn ich strecke mich mal. Hier, Achtung, diese Lufthutze mit diesen drei schicken gelben Positionsleuchten, die ist beim T-Rex oder TRX tatsächlich funktional. Hier strömt die Luft rein, wird unterhalb dieser Haube entlang geführt und dann hinter dieser Abdeckung, die ich euch gerade gezeigt habe, in so einem Ram-Air-System nach unten gedrückt in den Ansaugbereich zum Kompressor. Rechts und links daneben gibt es dann noch ein paar Abwärmeschächte, da wird nichts angesaugt, da flimmert dann schön die warme Luft raus, wenn der Motor ein bisschen Kühlung braucht. Ja, gucken wir uns hier ansonsten mal das Design an der Front an. Los geht es wie immer mit den Lampen. Der TRX oder auch T-Rex kommt immer serienmäßig, vielleicht kann ich sie euch auch nochmal anmachen. Da sind sie mit Voll-LED-Scheinwerfern und zwar mit der maximal möglichen Ausstattung, die es beim Ram gibt. Die Linsenscheinwerfer, die können auch eine Fernlichtautomatik. Ist leider kein Matrixlicht, sondern die blenden nur automatisch Fernlicht an und Fernlicht wieder aus. Ansonsten ringsherum ist die Tagfahrlichtsignatur und ihr merkt schon, ich wollte mich jetzt eigentlich gerade hier so normal runterbeugen. Aber da bin ich schon viel zu niedrig, weil das Auto einfach zu groß ist. Hier drunter geht es dann weiter mit diesem Bumper und das hier. Das ist kein Kunststoff, das ist Metall. Wer also Unfallgegner eines Ram T-Rex ist, der stirbt wahrscheinlich einfach. Hier unten gibt es dann noch Abbiege- und Nebellichter. Außerdem natürlich ganz wichtig bei dem Auto Park Distance Control. Weiter mittig vorne zwei fette Abschleppösen, wenn man mal irgendwas ziehen muss oder selber vielleicht mal beim im Dreck spielen sich festgefahren hat und rausgezogen werden muss. Weiter mittig kommen wir dann hier zu dem großen Kühlergrill. Das ist übrigens der Kühlergrill, wie man ihn normalerweise aus dem Ram 1500 Rebel kennt. Allerdings ist hier der Ram-Schriftzug durchlässig und das ist nicht nur Design, sondern das muss auch so sein. Dahinter sind nämlich überall Lüftungsöffnungen und wäre dieser Ram-Schriftzug nicht durchlässig, würde der so viel Platz hier versperren, dass nicht genug Luft durchkäme. Ja, ansonsten oben diese schönen drei Positionslichter und in der Mitte vorne dann auch noch eine Kamera nach vorne raus, denn die 360-Grad-Ansicht hier im Ram TRX, die ist serienmäßig immer mit an Bord. Das ist auch sehr gut so, denn das Auto ist nach vorne, hinten, links und rechts schon ziemlich unübersichtlich. Ja, und dann war es das hier an der Front auch schon und wir gucken uns mal die Seite an. Hier auf der Seite sagt uns der TRX dann nochmal, was er unter der Haube hat, nämlich einen 6,2 Liter Supercharged V8, also einen Kompressor aufgeladen, 6,2 Liter V8. Ja, was gibt es ansonsten hier auf der Seite zu entdecken? Natürlich eine ganze Menge Auto. In Zahlen ausgedrückt sind das 5,92 Meter in der Länge, 2,23 Meter in der Breite und zwar ohne diese Außenspiegel. Mit Außenspiegel sind es ganz deutlich über 2,30 Meter und 2,05 Meter in der Höhe. Aber Achtung, die Höhe ist hier bis zu dieser Dachkante angegeben und da wir hier hinten ja noch so eine schicke Rambar drauf haben, sind wir mindestens mal 2,10 Meter hoch und das Ganze bei einem Radstand von 3,68 Meter. Also deutlich mehr, ganz deutlich mehr als zum Beispiel ein langer 7er BMW, ein langer A8 oder eine lange S-Klasse. Und mit diesen gigantischen Abmessungen kannst du auch einfach jegliche Tiefgarage komplett in die Tonne treten. Egal ob in der Stadt oder zu Hause. Ich habe zu Hause eine Tiefgarage. Ich musste mir für diese zwei Wochen, für dieses wunderschöne Kfz extra einen Außenstellplatz mieten, weil ich einfach sowohl von der Höhe als auch von der Breite nicht in meine Tiefgarage hineinpasse. Ansonsten gibt es hier auf der Seite natürlich ein paar schöne Räder mit Felgen und Federweg zu entdecken. Wir haben hier ein speziell von Bilstein entwickeltes Fahrwerk im TRX drin. Hier sind nicht vier, sondern 5 Dämpfer verbaut, nämlich an jedem Rad ein elektronisch ansteuerbarer Dämpfer und dann nochmal zentral vom Rahmen zur Hinterachse ein 5. Dämpfer, der dafür sorgt, dass bei ganz schnellen Schlägen auf unsauberem Untergrund oder bei Sprüngen die Hinterachse schön ruhig bleibt. Wir haben insgesamt eine Bodenfreiheit von 30 cm und damit ist eigentlich jede Pfütze und jedes Loch zu überwinden. Drauf montiert haben wir jetzt hier eine 18 Zoll Felge inklusive Beadlock-System. Beadlock-System, das ist dieser helle Ring, den ihr außenrum seht. Der ist dafür da, dass wenn man den Luftdruck der Reifen sehr stark ablässt, wenn man zum Beispiel im Sand unterwegs ist oder so Felsen hochkraxelt, dass dann
der Reifen nicht über das Felgenhorn drüber springen kann, auch wenn sehr wenig Luftdruck drin ist. Dafür ist das da, ist eine Sonderausstattung, ist bei AEC Europe, wo ihr dieses Auto bestellen könnt, aber immer serienmäßig mit dabei. Auf dieser 18 Zoll Felge ist dann ein 35 Zoll Reifen. Und jetzt, alle haben sich lustig gemacht, und zwar zu Recht bei meinem letzten Video zum TRX. Ich weiß nicht, wie ich auf BF Goodrich gekommen bin. Es sind natürlich Goodyear, Wrangler, Territory, ja, und nicht BF Goodrich Mud Terrain. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. In den Dimensionen 3,25, übrigens ringsrum 65, 18. Ja, und im Offroad-Bereich wird das so angegeben, das ist ein 35-Zoll-Reifen. Die Radläufe sind im Gegensatz zum normalen Ram hier in so schwarzem Kunststoff ausgeschlagen, einfach damit das Ganze nochmal ein bisschen robuster wirkt und weil man dadurch natürlich so einen Radlauf auch mal als Einzelteil im schlimmsten Fall schneller austauschen kann. Wenn ihr gerade hier vorne steht, guckt mal hier hin, hier neben den Scheinwerfern links und rechts, da sind so Lufteinlässe. Die sind tatsächlich auch echt, die sind funktional. Hier geht die Luft rein, wird dann hier am Kotflügel vorbeigeführt, führt dann auch die heiße Luft vom Fahrwerk und von den Bremsen ab und zieht sich hinten wieder durch. Und was ihr jetzt auch seht, ich meine, guckt euch das hier mal an. Ja? Wenn man sich das mal überlegt, ein normaler Ram, was ja auch schon kein kleines Auto ist, der ist, na, wo ist der Lufteinlass? Hier. Der ist hier zu Ende, hier. Und das hier, das kommt dann alles noch beim TRX, denn der TRX ist ganze 15 cm breiter als ein normaler Ram. Ach, ist das nicht wunderschön? Und weil ich gerade hier so schön daneben stehe, die Außenspiegel auch wieder wirklich gigantisch. Aber man muss sagen, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, sieht man in diesen Außenspiegeln sehr gut. Und das Auto lässt sich auch gut abschätzen. Weiter geht es hier hinten mit den Türgriffen. Wir haben an der Beifahrerseite, wo wir gerade stehen, und auch an der Fahrerseite Keyless Entry und Keyless Close. Unser Auto ist jetzt hier ausgestattet mit so einem schönen Trittbrett. Ihr könnt euch stattdessen hier zum Beispiel auch einen Rockslider bestellen. Der ist dann dafür da, dass euer Schweller geschützt ist, wenn ihr mal im Gelände irgendwo aufsetzt. Und was der T-Rex immer serienmäßig hat, das ist ein Unterbodenschutz, wo dann die wichtigsten Teile wie Verteilergetriebe, Ölwanne, Motor, Kardanwelle und so weiter, Auspuffsystem, das ist dann geschützt von 5 mm Edelstahlblech. Also das ist auch ein richtig ordentlicher Unterfahrschutz. Beim T-Rex sind immer die hinteren Scheiben serienmäßig getönt und es gibt den T-Rex auch nur in dieser Größenkonfiguration, wie er hier vor euch steht. Das heißt Crew Cab, also große Kabine mit richtig schön viel Platz drin, gucken wir uns gleich an. Und dann hinten die normal lange Ladefläche dran. Es gibt den T-Rex nicht mit Long Bed. Was man jetzt hier hinten sieht, das ist die Ram Bar, die bei uns auch noch zusätzlich montiert ist und die Fahrzeughöhe nochmal anwachsen lässt. Da kann man sich dann ein paar schöne Zusatzlichter, Scheinwerfer, was man halt so alles braucht, montieren. Und hinten dann nochmal genauso 18 Zoll, 35 Zoll Reifen, wahnsinnig fett ausgestellte Kotflügel. Hinten genauso wie vorne 7,5 cm breiter pro Seite als der normale Ram. Bleibt zum Schluss noch das Heck mitsamt der Ladefläche, die Ladeklappe hinten, das Loadgate, wie wir Profis zu sagen pflegen. Das lässt sich selbstverständlich mit der Fernbedienung öffnen und ihr habt es gerade gesehen, die klappt dann auch gedämpft nach unten, so dass das Ding hier nicht nach unten kracht. Standardmäßig ist, dass die Ladefläche immer mit so einem Kunststoffliner ausgestattet von AEC Europe. Wir haben jetzt hier keinen Bad Step, um hier hochzusteigen, denn das ist schon echt ziemlich hoch. Dafür haben wir, ich klappe euch die mal wieder hoch, zack, schön laut, hier so einen Unterfahrschutz drunter hängen, den man als Bad Step benutzen kann. Man kann sich bei AEC Europe aber auch einen sogenannten Bad Step ausstatten. Das ist dann so eine Stufe, die man hier rausklappen kann. Da tritt man drauf und kann dann auf sein Bett hochsteppen. Das geht aber auch wirklich sehr gut mit diesem Unterfahrschutz. Apropos Unterfahrschutz, ja, es sieht ein bisschen wurstig aus, aber der ist in Deutschland leider notwendig vom TÜV her. Und wenn ihr euch so ein Auto bei AEC Europe bestellt, dann kommt das natürlich immer 100% mit TÜV, mit Garantie. Das Rundum-Sorglos-Paket, Auto bestellen, warten, bis es da ist, Schlüssel in die Hand nehmen und losfahren. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern und deshalb ist hier auch so ein Unterfahrschutz drunter, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Hinten dann nochmal richtig schön fett Ram in schwarz, rechts 4x4. Klar, der T-Rex, der hat immer Allradantrieb, da kann man auch nicht auf Hinterradantrieb umschalten. Und TRX, ansonsten hinten die Lichter sind komplett LED-Technik. Und das, was ihr hier gerade seht, diese Luftausströmer neben den Lichtern, die sind hier hinten tatsächlich fake.
Das sind aber die einzigen Fake-Luftauslässe, die nur so zum Design dienen. Es gibt dann hier hinten in der Ladeklappe nochmal eine Rückfahrkamera. Super praktisch. Die kann man übrigens auch während der Fahrt anschalten. Da kann man nämlich kontrollieren, ob mit der Ladung, die hier hinten an der Anhängekupplung hängt, alles okay ist. Und apropos Anhängekupplung, diese Kupplung, die hat AEC Europe nachgerüstet und hier könnt ihr mit dem Ram TRX maximal 3,5 Tonnen ziehen. Ja, nur 3,5 Tonnen. Ich erkläre euch das ganz kurz technisch. Eigentlich darf das Auto mehr ziehen. In den USA darf er, glaube ich, 5,5 oder sogar noch mehr ziehen oder sogar 11 Tonnen. Das kann auch sein, denn die Achskonstruktion kommt eigentlich vom Ram 2500. Aber in Deutschland müssen Anhänger, die mehr als 3500 Kilo wiegen, mit einer Clown-Kupplung gezogen werden und müssen auch über eine Pressluftbremsanlage verfügen. Das hat leider kein Ram und deshalb darf auch der TRX nur 3500 Kilo ziehen. Und apropos 3500 Kilo, ich meine, ihr seht schon, das Auto ist wirklich riesengroß, hat sehr viel Leistung und ist maximal führerscheingefährdend. Und das übrigens nicht nur wegen der Geschwindigkeit und der Leistung, sondern wenn ihr nur, so wie ich, über einen normalen Klasse-B-Führerschein verfügt, müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr das Auto nicht überladet. Das Auto steht im Fahrzeugschein, wenn ihr es so bei AEC Europe bestellt, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilo. Und ich habe mich vorhin extra mit dem T-Rex mal bei uns bei den Stadtwerken auf die Waage gestellt. Voll getankt und ohne mich als Fahrer drin, wiegt das Ding 3128 Kilo. Das bedeutet, wenn ihr hier 4 Erwachsene und ein bisschen Gepäck reinsetzt, dürft ihr es oder darf ich es mit einem normalen Klasse-B-Führerschein nicht mehr fahren. Da also wirklich gut aufpassen. Ja, es bleibt hier hinten am Ende neben dem Gewicht und der Leistung noch übrig. Na klar, eigentlich mit das Wichtigste. Diese zwei riesigen Tüten links und rechts. So eine schöne Performance-Abgasanlage ist beim TRX immer schön matt-schwarz. Und wie die klingt, das hören wir uns jetzt mal zusammen an. Da ist im Ram TRX genauso wie im normalen zivilen Ram auch richtig viel Platz. Der Fahrersitz ist auf meine Körpergröße eingestellt. Ich bin 1,84 Meter groß. Ich habe hier wirklich massig Platz und es fühlt sich auch einfach gut an hier hinten. Die Türen sind schön mit Alcantara ausgeschlagen. Ich habe hier echt Carbon-Zierleisten. Alles ist nochmal mit Leder bzw. mit Kunstleder überzogen. Natürlich elektrische Fensterheber, die sich komplett bis unten versenken, die Fenster. Schön getönt hinten die Fenster. Ein gigantisches Panoramaglasdach, was ihr hier gegen Aufpreis dazu bestellen könnt, was das den Innenraum noch größer und noch luftiger wirken lässt. Eine riesige Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern, wo jeweils eine 1-Liter Flasche Platz findet. Links und rechts jeweils einen Luftausströmer. Leider keine dritte Klimazone. Dafür auch hier hinten hinter dem Fahrersitz und hinter dem Beifahrersitz Sitzheizung und Sitzlüftung. 4 USB-Anschlüsse, 2x USB-C, 2 größere ältere USB-Anschlüsse und mittig nochmal eine Steckdose. Allerdings hier eine amerikanische Steckdose, bräuchtet ihr also einen Adapter. Und dann, und das ist jetzt tatsächlich nicht ganz uninteressant am Ram und natürlich hier auch am T-Rex, auf allen 3 Plätzen hier hinten habe ich Isofix-Verankerungen. Apropos Plätze hier hinten, ich kann mir, wenn ich diesen mittleren Platz, der übrigens absolut vollwertig ist, da es auch keinen Kardantunnel gibt, auch anstatt den zu nutzen, hier diese Mittelarmlehne runterklappen. Dann kommen nochmal 2 Becherhalter zum Vorschein, wo auch jeweils eine 1-Liter Flasche reinpasst. Ein mit Alcantara schön verkleidetes, so eine verkleidete Armlehne, die so breit ist, dass man hier ganz easy 2 Ellenbogen drauf ablegen kann. Und darunter nochmal ein mit Stoff ausgelegtes und ausgeschlagenes Staufach. Und wenn ich es mir hinten noch gemütlicher machen will, kann ich, zack, diese Rücksitzbank auch nach vorne ziehen und dann in so eine halbe Liegeposition gehen, habe immer noch riesig viel Platz mit meinen Knien, kann meine Füße auch noch unter den Fahrersitz drunter packen und kann dann hier hinten so richtig chillen. Und dann gibt's, ihr seht das hier gerade, natürlich noch hinten Atlas-Taschen, die sind sehr straff und dann so Zusatzhalterungen. Und Alex hat mich gerade schon gefragt, wofür sind die eigentlich da? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Aber die naheliegendste Erklärung in einem Ram T-Rex ist doch, dass hier
die Munition reinkommt fürs Jagdgewehr. Der Ram T-Rex, das will ja so ein richtiges Geländevieh sein, quasi so ein Bacher 1000 Truck im Hosentaschenformat. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir gar nicht erst an, hier irgendwie groß auf dem Asphalt zu fahren beim Fahreindruck, sondern wir gehen direkt im Dreck spielen. Dafür müssen wir vorher aber noch den Fahrmodus umschalten. Wir haben ja zur Verfügung Sport, Tau, Snow, Auto, Custom, Mud und Sand, Rock und Bacher. Und ich habe es gerade schon gesagt, der Ram TRX, der will ja so ein kleiner Bacher-Truck sein. Deshalb stellen wir jetzt auf Bacher. Damit ist die Kraftverteilung mehr auf der Hinterachse, weniger auf der Vorderachse, trotzdem immer noch Allradantrieb. Und das voll elektronisch einstellbare Fahrwerk lässt den maximalen Federweg zu. Außerdem habe ich das Getriebe jetzt hier in die manuelle Gasse versetzt, sodass ich hier am Lenkrad mit meinen Schaltpedals schalten kann. Ja, und dann kann man mit dem T-Rex hier wirklich so richtig ungezogen durch den Dreck rammeln. Los geht's! Und du denkst dir immer, jetzt bei dem Loch, das ist zu tief. Jetzt wird's Fahrwerk durchschlagen. Das war es zu viel. Aber nein, da steckt das alles weg. Und je schneller du bist, umso besser geht's eigentlich. Wie halt bei so einem richtigen Racetruck. Das Fahrwerk kann sehr gut arbeiten, wenn es so schnelle Stöße abbekommt. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut erkennen bei dem Gewackel. Und weil im Bacher-Modus auch die Traktionskontrolle ausgeht, gehst du halt hier an so eine Kurve und gehst mit allen vier Rädern hier quer rum und es stehen schon wieder fucking 100 auf so einem Feldweg hier auf dem Tacho. Das ist echt unglaublich und es fühlt sich so abartig an, wie dieses über 3 Tonnen schwere Schiff hier quer und mit so einem Speed über solche Feldwege geht, das ist unfassbar. Du denkst dir eigentlich, das kann doch nicht sein. Du kannst hier mit einem Auto nicht so schnell lang fahren. Du machst hier irgendwas kaputt, aber dem TRX ist es einfach egal. Es fühlt sich permanent so an, als würde dir das Auto eigentlich sogar sagen, ach komm, ein bisschen schneller hättest du die Kurve aber auch nehmen können. Oder hey, so richtig quer standst du da nicht. Ich habe eigentlich Bock auf mehr. Das ist so krass. Und was ich auch wirklich bemerkenswert finde, ist, diese grobstolligen Reifen, das sind ja wirklich absolute Geländereifen. Wir haben jetzt gerade so 3 Grad draußen und wenn du auf dem Asphalt unterwegs bist, dann hast du nicht so die perfekte Traktion mit den Reifen. Aber was mich wirklich umhaut, ist die Traktion und das Beschleunigungsvermögen im Dreck mit den Reifen. Die sind so grobstollig und haben so viel Aufstandsfläche, dass du hier im Dreck ans Gas gehst und zack, stehen aus 30 direkt wieder 70 auf dem Tacho. Das ist halt wirklich abgefahren. Das ist so ein bisschen wie beim Motocross-Fahren. Ich weiß nicht, jeder, der von euch schon mal Motocross gefahren ist, der wird wissen, was ich meine. Es ist unglaublich, was da für eine Traktion da ist. Du merkst richtig, wie sich so dieses grobe Profil dieser Goodyear Wrangler bam, hier so in den Dreck reingraben und da versuchen, sich festzuhalten. Das bockt einfach tierisch und es fühlt sich wirklich an, als wärst du hier auf so einer kleinen Bacher-Etappe, bam! Und es kitzelt wirklich so das letzte Quäntchen Assi aus dir raus in dieses Auto. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade so daneben drauf bin. Oh, aber es macht so einen Spaß und hier hinten fliegt mir jetzt schon mein Gepäck durchs Auto. Eieieiei. Aber ich wollte es euch wenigstens einmal gezeigt haben. Es macht einfach Spaß, dieses Auto zu fahren, weil du weißt, es kann es und dich kann nichts aufhalten. Und wenn du einmal mit dem T-Rex wirklich artgerecht unterwegs warst, so wie wir gerade zusammen, dann hast du auch noch mehr dieses Feeling im Straßenverkehr, so von wegen, komme was wolle, es ist egal. Und wenn dann ein Hindernis ist, dann fahre ich im schlimmsten Fall einfach drüber. Und das bockt. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt hier aus unserem Offroad-Gelände zurück und gucken mal, wie sich der T-Rex auf der Straße macht. Leute, zurück in der Zivilisation und auf asphaltierten Straßen. Ich würde sagen, es ist Zeit, sich hier mal ein bisschen den Innenraum vom T-Rex anzugucken. Denn der gefällt mir ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Es lassen sich so ein paar normale Ram-Innenraumdetails erkennen. Es gibt aber auch ein paar Sachen,
die gibt es so nur hier im TRX. Angefangen mit dem Lenkrad. Ich habe oben und unten Alcantara. Unten ist das Lenkrad auch abgeflacht. Und dann habe ich hier nochmal so eine Carbon-Spange als Einlage drin. Das ist übrigens auch echtes Carbon. Fasst sich richtig gut an und sieht auch einfach richtig gut aus. Auf dem Lenkrad bediene ich dann meinen ganzen Bordcomputer auf der linken Seite mit so einem Steuerkreuz. Und rechts meine ganzen Assistenzsysteme bzw. mein Tempomat. Wir haben hier einen Abstandsregeltempomat, das ist sehr angenehm in dem Auto, und wir haben auch einen aktiven Spurhalteassistenten und einen aktiven Totwinkelassistenten. Außerdem ringsherum Kameras vorne, hinten, links, rechts, sodass ich so eine Vogelperspektivansicht haben kann, wenn ich mit dem Auto irgendwo einparke. Auch das ist bei den Abmessungen sehr, sehr praktisch. An diesem Lenkrad, und das ist jetzt auch wieder eine Besonderheit hier im TRX, hängen zwei Schaltwippen. Links runterschalten, rechts hochschalten für das 8-Gang-Automatikgetriebe. Das funktioniert auch wirklich gut. Es schaltet angemessen schnell, obwohl es auch tatsächlich Situationen gibt, gerade wenn man so richtig durchs Unterholz prügelt. Da würde ich mir wünschen, dass die manuellen Gangwechsel im Modus Bacher oder im Modus Sport auf Asphalt tatsächlich noch ein bisschen schneller wären. Sie sind nämlich hier nicht ganz so knackig, wie das etwa ein Charger als Hellcat hinbekommt, wo ja derselbe Antriebsstrang drinsteckt. Was mich allerdings an diesen Schaltpedals echt ein bisschen nervt, das ist die Form, denn die sind nur oben und unten und mittig, da wo man eigentlich meistens die Hände hat, da ist eine Aussparung, da sind nämlich die Knöpfe für die Multimedia-Bedienung dahinter. Auf der linken Seite kann ich nächsten Titel, vorherigen Titel, Play, Pause, und rechts kann ich lauter und leiser machen. Und das nervt, und wenn ich im Gelände unterwegs bin und hier am Rumrühren bin, dann passiert es mir ganz oft, dass ich aus Versehen hier auf diese Multimedia-Knöpfe drücke, anstatt die Schaltwippe zu bedienen. Naja, gut. Hinterm Lenkrad dann ein teildigitales Cockpit, links eine Tube, rechts eine Tube, links die Drehzahl, rechts die Geschwindigkeit in Meilen und Kilometern pro Stunde, und dazwischen ein großes, wirklich sehr gut aufgelöstes Farbdisplay. Auch wenn ich mich hier so durchschalte durchs Menü, die Geschwindigkeit des Systems ist angenehm. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier lahmarschig ist und ich warten muss. Und auch bei direkter Sonneneinstrahlung kann ich das sehr, sehr gut lesen. Und da sehe ich dann alle möglichen Informationen, wie viel Schräglagenwinkel, was für ein Lenkwinkel, an welche Räder wird gerade wie viel Kraft verteilt und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch den bösen Bordcomputer, der mir meinen Durchschnittsverbrauch ansagt. Und um das Thema gleich mal hinter uns zu lassen, denn ich werde es nur nennen und jetzt das nicht bewerten, ich habe auf den letzten 236 Kilometern, da habe ich das letzte Mal getankt, einen Durchschnittsverbrauch von 30,9 Litern. Das schafft man, wenn man so wie wir viel im Dreck spielt und Blödsinn macht mit dem Auto. Im Stadtverkehr fahre ich den T-Rex so mit 22 bis 25 Litern. Und auf der Langstrecke, auf der Autobahn, bei Tempomat 110, brauche ich ungefähr 18 Liter. Über diesem normalen Cockpit habe ich dann noch ein Head-Up-Display. Ist sehr angenehm, ist super hell, schön groß. Ich habe alle Infos, die ich brauche. Wie schnell darf ich fahren, welcher Gang, Status der Assistenzsysteme, wie schnell fahre ich gerade, und dann eben auch noch Navi-Anweisungen, falls ich das anhabe. Und mittig habe ich dann ein riesengroßes Display, was aufrecht steht. Das ist ein Touchscreen. Die Systemgeschwindigkeit ist auch völlig in Ordnung. Schnell, gibt es nichts zu meckern. Das Einzige, was so ein bisschen angestaubt wirkt, ist, wenn ich hier auf die Navigation wechsle und mir dann die Navikarte angucke. Also das sieht, da lacht einem so das Jahr, ich weiß nicht, 2010 oder sowas ungefähr entgegen. Und so fühlt sich dann auch die Geschwindigkeit an, wenn ich hier die Karte bewege. Das ist nicht ganz so sexy. Aber okay, ja, ich kann es ihm verzeihen, weil ich benutze hier drin eh immer Android Auto oder Apple CarPlay. Das geht leider nur mit einer Kabelverbindung und nicht kabellos. Das wäre sehr schön. Wenn man das aber angeschlossen hat, funktioniert das absolut problemlos. Und gerade auf dem großen Display ist das sehr angenehm. Da kann ich nämlich hier oben im Display mein Apple CarPlay anzeigen lassen, und drunter, das Display wird dann zweigeteilt, kann ich mir dann irgendwas anderes anzeigen lassen, meine Klimabedienung oder irgend sowas in der Richtung. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Was den TRX jetzt hier im Innenraum aber noch unterscheidet zum normalen RAM, das ist der Fahrstufenwahlhebel hier in der Mitte. Der normale RAM, könnt ihr euch sehr gerne auch ein Video hier auf dem Kanal zu angucken, der hat ja hier vorne so ein Drehrad, womit ich die Fahrstufe wählen kann. Hier gibt es einen richtigen Fahrstufenwahlhebel für die 8-Gang-Automatik, und da gibt es dann auch einen echten manuellen Modus fürs Getriebe. Wenn ich hier nämlich nach links rüber ziehe, dann hält der RAM die Gänge und er schaltet auch nicht von selbst hoch, selbst wenn er den Drehzahlbegrenzer erreicht. Das finde ich super schön, sondern wirklich erst, wenn ich die Schaltwippe bediene oder eben zum Beispiel hier am Fahrstufenwahlhebel ziehe, um hochzuschalten. Beim Runterschalten macht er das dann automatisch. Wenn ihr also eine gewisse Geschwindigkeit und damit Drehzahl unterschreitet, dann legt der TRX automatisch den nächst kleineren Gang ein, einfach um das Getriebe und den Motor zu schützen. Ich habe dann ansonsten unter diesem Display noch
6 AUX-Knöpfe und da kann ich nicht etwa Kabel fürs Musikhören reinstecken. Nein, diese AUX-Buttons, die sind dafür da, wenn ich mir hier am T-Rex zig Zusatzscheinwerfer anbaue, oben an der Rambar zum Beispiel oder vorne oder hinten irgendwelche Arbeitsscheinwerfer oder was weiß ich, kann ich hier 6 unterschiedliche Scheinwerfer oder Lichtmodule auf diese 6 Auxiliary-Switches legen und dann kann ich die einfach anwählen und von hier drin an- und ausschalten. Das ist sehr angenehm. Es gibt jetzt noch eine Sache, die sich hier im Innenraum und bei der Knöpperei auch unterscheidet zum normalen RAM und das ist die Auswahl für den Allradantrieb und für die Fahrmodi. Da, wo im normalen RAM dieser Drehregler ist, um die Fahrstufe zu wählen, habe ich hier den Fahrmodus-Schalter, wo ich mich in meinen ganzen Modi durchschalten kann und die beeinflussen dann Ansprechverhalten, auch wie viel Leistung freigesetzt wird, wie die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ist, wie weich das Fahrwerk ist, wie viel Federweg dem Fahrwerk zur Verfügung gestellt wird. Alles das kann ich da einstellen und es gibt da auch einen Custom-Modus, wo ich mir hier alles so einschränken kann, wie ich das will. Ich habe da Folgendes eingestellt im Custom-Modus, alles auf Auto und Fahrwerk auf Bacha, sodass das dann schön weich ist, wenn man über irgendeine holprige Straße fährt. Dann nervt man nämlich auch die Nachbarn nicht. Denn mit diesen Fahrmodi kann ich auch die Klappe im Auspuff steuern. Und nur im Fahrmodus Tau, Snow und Auto ist die Klappe zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Modus Bacha wechsle, hört mal rein, so ist normal, Klappe zu. Hört man kaum was? Bacha? Dann geht die Klappe auf und dann kann ich meine Mitmenschen so ein bisschen belästigen. Und was ich auch sehr schön finde, hört mal genau hin. Achtung. Hört ihr dieses Geballer? Wenn ich da aus dem Gas gehe und dieser 6,2 Liter V8 so in den Schubbetrieb geht, dann gibt es so ein richtiges Geknaller und Feuerwerk hinten raus und das klingt richtig saftig, satt, bassig, voluminös. Nicht so ein 2 Liter Vierzylinder Turbo-Geknattere hinten raus, sondern so richtig bom, 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 wie so ein Gewitter halt. Total geil. Aber an dieser Stelle, wie immer, wirklich meine Bitte an euch, wenn ihr so ein Auto fahrt und ihr fahrt durchs Wohngebiet oder durch die Stadt, ja, mach die Klappen wieder zu, ich gehe jetzt hier wieder auf meinen Autofahrmodus, denn der TRX ist von außen halt echt laut, wenn die Klappen offen sind. Ihr habt es ja vorhin gehört. Ganz ehrlich, wer braucht so ein Auto? Ich sag's euch, niemand. Naja, ich meine, wenn man so einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, so wie das, wo wir gerade sind, da kann man vielleicht für sich selbst, so fürs eigene Gewissen das so ein bisschen verantworten, aber selbst dann, ganz ehrlich, das Ding ist einfach zu groß, zu schwer, zu teuer, 120.000 Euro. Es ist einfach die Bilderbuchblödheit an Auto, die hier neben mir steht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie auch verdammt nochmal geil. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, was ist denn ein Konkurrent zu so einem Auto? Zum Beispiel ein Mercedes G500 4x4 hoch 2. Aber erstens bekomme ich den kaum und zweitens, wenn ich ihn bekomme, dann kostet das Ding meistens mal locker 300.000 Euro. Und dann denke ich doch nicht nach. Dann nehme ich doch lieber den TRX und überlege mir dann, welche Weide ich vom restlichen Geld noch dazu kaufe, um Blödsinn zu machen. So wie die da hinten. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert sehr gerne den Kanal. Guckt mal bei Instagram, TikTok und Facebook vorbei. Die Links findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ich gucke die ganze Zeit so ein bisschen ängstlich nach da hinten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.